Abschiedsbrief einer Scientologin. Liebe Ma, lieber Pa, hier sind meine letzten Zeilen. Ich möchte euch dafür bestätigen, was ihr für mich all die Jahre getan habt. Ihr habt mich immer darin unterstützt, meine Ziele zu erreichen. Vielen Dank dafür. Ich habe auch alles richtig gemacht. Bis zum Sommer 97, wo ich später dann Hans-Jürgen kennengelernt habe. Das war der Fehler meines Lebens. Ich habe die Prioritäten vollkommen falsch gesetzt. Das weiß ich jetzt. Und leider gibt es für mich keinen anderen Ausweg mehr. Am 5. März 2006 gegen 19.45 Uhr findet die Hamburger Polizei eine Frauenleiche in der Tiefgarage im Borgweg 4. Es handelt sich um die 40-jährige Tierärztin Walburga Reichert. Dem äußeren Anschein nach ist es Selbstmord. Bei der Durchsuchung des Tatorts stellen die Beamten einen Abschiedsbrief sicher. Sie finden Rezepte für Medikamente, Spritzen sowie blutige Papiertücher. Im Kofferraum entdecken die Polizisten einen Koffer mit einem Flugticket nach Florida für den 23. Februar und diverse Hinweise auf eine Mitgliedschaft bei Scientology. Die Leiche wird zur Obduktion in die Hamburger Gerichtsmedizin gebracht. Als Todesursache wird eine Mischung aus Schlaftabletten und Kohlenmonoxid angegeben. Okay, bedanke mich. Wiederhören. Im März 2011 erzählt mir jemand von diesem Fall. Schon damals beschäftige ich mich mit mysteriösen Todesfällen bei Scientology. Eine Internetseite listet zahlreiche von ihnen auf. Die Opfer haben eines gemeinsam. Sie standen in enger Verbindung mit Scientology. Als Mitglied oder Kritiker. Bei den polizeilichen Ermittlungen wird schnell klar, dass Scientologin Biggi Reichert viele Probleme hatte. Es stellt sich heraus, dass sie kurz vor ihrem Tod übereilt aus der Scientology-Zentrale in Clearwater, Florida, zurückgekehrt war. Bei der Obduktion finden die Rechtsmediziner 28 Kopfwunden. Gemäß den Berechnungen sind sie eine Woche bis maximal 14 Tage vor Eintritt des Todes entstanden. In einem vertraulichen Bericht des Verfassungsschutzes erklären die Gerichtsmediziner, es spreche alles für Strom als Ursache. Die Beamten spekulieren über die Geschehensabläufe. Was hat man mit ihr in Florida gemacht? Waren diese Kopfwunden Auslöser für den Selbstmord? Was hat Scientology mit all dem zu tun? Nach langen Gesprächen ist Biggis Familie bereit, erstmals öffentlich über ihr Schicksal zu sprechen. Ich fahre nach Bayern. Biggi wächst in einer katholischen Familie in einer Kleinstadt auf. Hier ist ihr tragisches Schicksal bis heute unbekannt, verschwiegen aus Angst vor Scientology und Kleinstadt-Tratsch. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Sekte mit kruden Science-Fiction-Fantasien hier Anhänger findet. Habt viel Spaß bei uns, vielen Dank an unsere Festnahme und vielen Dank an euch, an das tolle Publikum und das unsere Festnahme. Biggis Mutter kann bis heute nicht verstehen, wo ihre Tochter hineingeraten ist und warum es so enden musste. Auch 6 Jahre nach deren Tod hat die über 80-Jährige das Ganze noch nicht verarbeitet. Da reißt einem wirklich die Füße vom Boden weg, wenn man sowas... Ich bin oft dran gestanden und stehe heute noch dort am Grab, dass ich sage, wie kann sowas sein? Und ich wünsche das niemand, aber auch gar niemand, dass ein Kind so sterben muss. Augsburg.
Hier hat alles angefangen. In diesem Laden befand sich früher die Scientology-Mission Augsburg. Stolz präsentiert der Sektenkonzern in diesem Zeitungsausschnitt die Missionsleiterin Biggie Reichert. Scientologen wie Biggie glauben daran, dass sie über die einzige Technik verfügen, die die Menschheit vor dem Untergang retten kann. Auf ihrer Internetseite präsentiert sich die manische Sekte als religiöse Bewegung, deren Lehre auf den Werken des US-Schriftstellers L. Ron Hubbard basiert. Der Mann schrieb eigentlich Science-Fiction-Romane. Manches in seinen kruden Ansätzen klingt auch so. Scientologen wollen sogenannte Tetanen werden, gewissermaßen gereinigte Geistwesen voller Klarheit und Kontrolle. Den Weg dorthin nennen sie Brücke zur Freiheit. Er endet bei Tetan Stufe 8. So ein operierender Tetan war Biggie, OT 8. Scientologen erreichen das durch Auditing, eine Art Lügendetektortest mit Rückführung in angeblich vergangene Leben. Negative Erlebnisse, die den Menschen belasten, sollen dabei ausgelöscht werden. Kritiker bezeichnen Hubbards Technik als Gehirnwäsche. Okay. Haben Sie jemals Geschlechtsverkehr mit dem Mitglied einer anderen Rasse gehabt? In ihren Unterlagen hinterlässt Biggie zahlreiche Dokumente. Ein Foto mit dem Scientologen Tom Cruise an der Seite des Sektenchefs David Miscavige. Ein schmissiges Heiligenbildchen in Biggies Sektenwelt. Scientology sagt ja von sich selbst, es sei eine Kirche. Hatten Sie den Eindruck, dass das irgendwie auf Sie wirkte wie eine Kirche oder wirkte das eher anders? Da haben wir ja oft diskutiert. Ich habe ja das nur als Sekte bezeichnet und das war ja das Schlimmste für meine Tochter. Ich habe nie Kirche gesagt. Ich habe immer gesagt, das ist eine geldgierige Sekte. Biggies Geschichte in der Weltsekte beginnt in der Dorfidylle Bayerns. Ein junger Mann, Benno, hatte sie Mitte der 90er Jahre angesprochen, rekrutiert. Wieso denn das? Als ich ihn anrufe, legt er nach wenigen Sekunden auf. Scientologen dürfen nicht mit jemandem wie mir sprechen. Journalisten gehören laut Sektengründer Hubbard neben Psychiatern zu den größten Feinden. Dass die folgende Szene aufgenommen wurde, ist reiner Zufall. Ich komme gerade aus einer Metzgerei, als mich überraschend die Sekte anruft. Hallo? Ja, wer sind Sie denn bitte? Frau Uta von der Scientology-Kirche, aha. Ja, das ist richtig, ich habe eben jemand angerufen. Ja, das ist ein Herr, an den ich ein, zwei Fragen hatte bezüglich einer Frau. Ja, genau. Biggie. Richtig? Naja, kann der das nicht selber beantworten? Ich meine, der ist doch erwachsen. Naja, das ist ein bisschen unüblich, wenn ich jemanden anrufe wegen einer Recherche und sich dann gleich eine Kirche bei mir meldet. Die kontrollierte Welt der Sekte wird auch immer mehr Biggies Leben. Sie zieht um nach Hamburg, ihr nächster Karrieresprung. Wie mir Scientology schreibt, war sie für die Missionierung von Neumitgliedern zuständig. Ihre leitende Aufgabe nimmt Biggie sehr ernst. Begeistert schreibt sie an eine andere Scientologin: Ich mache zwischen 5 und 6 Auditing-Sessions pro Tag. Es läuft alles sehr gut. Ich komme auch mit meinen 3 dynamischen Zielen sehr gut voran. Alles bestens. Anfangs pendelt Biggie ruhelos zwischen Bayern und Hamburg hin und her. In ihrem Heimatort in Bayern betreibt sie mit einem Kollegen eine florierende Tierarztpraxis. Ihren Praxisanteil verkauft sie schließlich. Das Geld gibt sie für Scientology-Kurse aus. In Hamburg findet sie eine Anstellung in einer Tierarztpraxis. Nebenbei arbeitet sie noch in der Immobilienfirma ihres Ehemanns Hans-Jürgen Reichert. 3 Jobs, um eine Karriere als Tetan zu finanzieren. Ich versuche, den Immobilienmakler Hans-Jürgen Reichert, auch ein operierender Tetan, zu finden. Vielleicht kann er mir erklären, was damals vor Biggies Tod passierte. In den 90er Jahren, zu Zeiten des Immobilienbooms, verdiente er viel Geld. Beide heirateten in Clearwater, Florida, dem Mekka der Scientologen. Doch die Firma des Ehemanns gibt es schon lange nicht mehr.
Hans-Jürgen ist in einem Hamburger Randbezirk gemeldet. Anzutreffen ist er nie. Nicht einmal die Behörden wissen, wo er sich aufhält. Er sei, so erzählen die Nachbarn, auf der Flucht vor Gläubigern. In Biggis Briefen von 2003 und 2004 an ihre Vorgesetzten ist von ersten finanziellen Problemen die Rede. Auditor Margaret, Auditor Bob, liebe Katrin. Anfang Dezember war ich zu Hause. Und ich wollte mir von meinen Eltern Geld leihen, da es mit unseren Finanzen desolat aussieht. Das kreierte eine Kettenreaktion. Ich hatte von meinen Eltern mehrfach Geld geerbt, das ich zunächst in Auditing und später in eine Eigentumswohnung investierte. Das fanden sie cool, auch dass ich eine eigene Praxis gründete. Als ich all das aufgab, um nach Hamburg zu ziehen, wurden sie mehr und mehr unzufrieden mit meiner Art zu leben. Ich verkaufte die Eigentumswohnung und gab alles für die Brücke aus. Ein operierender Titan wie Biggie muss oft jedes halbe Jahr in die USA, nach Flag, in die Scientology-Zentrale, um dort für viel Geld offenbar eine Seelenreinigung zu erhalten. In ihrer Glückspropaganda preist die Sekte ihre Brücke zur Freiheit als die Lösung vieler Probleme an. Ich fliege nach Clearwater, Florida und versuche in der Stadt der Scientologen Spuren von Biggie zu finden. Wer nach Clearwater kommt, dem bietet sich eine groteske Szenerie. Uniformierte Scientologen bevölkern die Stadt. Aus aller Welt kommen Scientologen hierher, um die höchsten Stufen von Scientology zu machen. Je nach Aufgabe und Abteilung tragen sie unterschiedliche Uniformen. Eigene Busse transportieren die Scientologen, Erwachsene und Kinder durch die Stadt. Überall ist Sicherheitspersonal. Alle scientologischen Gebäude werden streng bewacht. Wo keine Scientologen sind, herrscht oft gähnende Leere. In Clearwater will ich mich mit einem Mann treffen, der vor einem Interview und dessen Konsequenzen Angst hat. Sein Name: Michael Laws. Er hat mit Biggie bei Scientology gearbeitet und war auch einige Jahre ihr Freund. Liebe Ma, Michael und mich verbindet eine ganz spezielle Freundschaft. Wir kennen uns jetzt seit 3 Jahren und haben uns während dieser Zeit immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Wir wissen genau, wie es dem anderen geht, auch wenn uns tausende Kilometer trennen. Michael ist der einzige Scientologe, der bereit ist, mit mir über diesen Fall zu sprechen. Er weiß genau, wie teuer es ist, ein operierender Titan zu werden. It's very expensive. Es ist sehr teuer und es gibt verschiedene Kostenpunkte. Einer ist das Auditing. Das billigste Auditing in Flag kostet $400 in der Stunde, wenn du an der Brücke zur Freiheit arbeitest. Aber das wird immer teurer, bis $1,000 pro Stunde. $400 an hour in auditing, when you're working on the bridge, when you're trying to climb up the Scientology. Normalerweise raten sie dir zu 4 bis 6 Stunden Auditing am Tag. Das sind dann ca. $2,000 bis $3,000 täglich. Es kann auf $5,000 bis $6,000 pro Tag ansteigen. So that would be $2,000, $3,000 a day, up to $5,000, $6,000 a day just in counseling. Und dann hast du noch. Dann hat man noch die Reisekosten und Spenden an die internationale Organisation der Scientologen oder Buchkampagnen oder was nicht alles. Michael zeigt mir, wo die teuren Kurse stattfinden. Wir fahren zum Sandcastle Hotel. Hier sind die Kursräume.
course rooms for OT6, OT7. Hier sitzen die Auditoren, denen Biggie regelmäßig über ihre Probleme berichtet hat. Hier war sie auch im Februar 2006 kurz vor ihrem Tod, um durch Auditing und spezielle Kurse ihre Probleme zu lösen. Aber was geschah hier wirklich mit ihr? Sobald wir das Auto verlassen, beobachten uns die Wachleute. Die meisten Leute hier auf der Straße sind offenbar Titanen. Ich frage nach den Auditoren, die Biggie um Hilfe bat. Einem der Passanten erkläre ich, dass ich einen Film über Titan Biggie Reichert mache. Die Frage nach Titanen, diesem Scientology-Wortgeschöpf, scheint ihn nicht zu wundern. Doch er wünscht mir nur viel Glück und geht weiter. Hello, sir. Ich möchte wissen, ob jemand mich zu den Auditoren Margaret und Yossi führen kann. Waren Sie schon an der Rezeption in dem Hotel? Sie können dort einfach fragen. Es ist eine Rezeption. Sprechen Sie mit denen, das sind freundliche Leute. Okay. Ich gehe hinein und will an der Rezeption nach Pressesprecher Peter Mansell fragen. Man erteilt mir Hausverbot und droht mir an, die Polizei zu rufen. Wachmann Antonio verspricht, den Pressesprecher über mein Anliegen zu informieren. Einige Passanten zeigen mir den Weg zum Büro des Pressesprechers von Flag, Peter Mansell. Ein Wachmann folgt uns auf Schritt und Tritt. Das gesamte Stadtviertel wird per Kameras überwacht. Hallo, ich habe eine Frage. Können Sie Peter Mansell nach draußen bitten, um mit mir zu sprechen? Sie folgen uns die ganze Zeit. Ich habe in Ihren Büchern gelesen, dass Sie die Fähigkeit haben, alle Probleme anzusprechen. Ja. Jeden zu jeder Sache. Warum macht ihr das nicht? Plötzlich taucht die Polizei auf. Die Wachleute setzen einen Sender ein und zerstören unseren Turm. Sie behaupten plötzlich, ich hätte versucht, Hausfriedensbruch zu begehen. Sie erzählen von meinem Besuch im Sandcastle Hotel. Okay, yeah, we went out there and talked to them. Basically how it works. Also es ist so, und ich nehme an, Sie wissen das auch. Wenn Sie Ihre Fragen nicht beantworten wollen und Sie bitten zu gehen, dann müssen Sie gehen. Sie können hier auf dem Bürgersteig stehen. Wegen der Redefreiheit. Peter Mansell bleibt verschwunden. Auch hier erfahre ich nicht, was damals mit Biggie passierte. Michael ist auch ratlos. What have you done? Have you asked other Scientologists what happened to her and what were their responses? After I learned that she was dead. Nachdem ich von ihrem Tod erfahren hatte, war ich schockiert. Das hatte ich nicht erwartet. Ich sprach mit verschiedenen Leuten. Einer erzählte, sie hätte einen Autounfall gehabt. Der nächste sprach von einem Herzinfarkt. Andere wussten überhaupt nicht, was passiert war. Einige dachten sogar, sie sei noch am Leben. Über allem lag großes Schweigen. Es wurde alles vertuscht. Zurück in Deutschland? Ein Durchbruch. Ich erhalte Biggies gelöschten Computer. Ein Spezialist konnte die Daten wiederherstellen. Ihr Passwort? Freiheit. Der Computer enthält Strategiepapiere, interne E-Mails und Sektentratsch. Das meiste in merkwürdigen Scientology-Kürzeln, oft kaum verständlich. Zusammen mit den Ermittlungsergebnissen zeigt sich aber ein offenbar gegensätzliches Bild zu dem von Scientology dargestellten operierenden Titan Biggie Reichert. Kontrolle, Druck, die Kehrseite einer Scientology-Karriere. Lieber Gary, lieber Bob, es hat in meinem Leben einige Veränderungen gegeben, die ich euch mitteilen möchte. Ich fahre hin und her zwischen meiner Schwarzarbeit, ich stehe um 7 Uhr auf, der Firma von Hans-Jürgen und der Organisation. Wenn ich zusätzlich wegen Veranstaltungen in der Organisation arbeite, bekomme ich nicht mal einen Tag frei dafür.
Letzte Woche war es das erste Mal seit einem halben Jahr, dass ich meine Familie in Bayern besuchen konnte. Es war sehr schwer, das genehmigt zu bekommen. Halt einen Tag vor dem Heiligabend ist die gekommen. Dann war der Heiligabend und der erste Weihnachtsfeiertag. Und da hat die Mittag wieder nach Hamburg fliegen müssen. Dann sage ich, komm, du kannst doch morgen noch da bleiben, da ist doch, morgen ist schon ein Feiertag. Gell? Hm. Nein, und sie muss gehen und sie muss, ja, sage ich, ja, sag mal, ja, sie muss da, sie muss arbeiten. Arbeit für einen Hungerlohn, das belegen interne Listen. Für 40 Stunden wöchentlicher Mitarbeit soll Biggi zwischen 45 und 280 Euro im Monat bei Scientology verdient haben. Am 6. Dezember 2005 schreibt Biggi an ihre Vorgesetzten, sie habe für den OT8 ca. $47.000 von Hans-Jürgen bekommen. Für Kurse und Nebenkosten nimmt sie offenbar einen Kredit von 200.000 Euro bei ihm auf. Beide geben für die Brücke zur Freiheit ein Vermögen. Die Familie und ich würden gern den Ehemann dazu befragen. Er hat das alles miterlebt. Aber er ist seit 2009 unauffindbar. Auch bei den Hamburger Behörden finde ich keinen Hinweis, wo er sich aufhält. Liebe Pia, ich stehe morgens um 7 Uhr auf, rase dann nach Bergedorf, dann nach Hause, kurz duschen, was essen und dann Büroarbeit und dann in die Org. Am Donnerstag war es auch wieder 0 Uhr, als ich zu Hause war. Weil ich morgens so früh aufstehe, ist das echt mördermäßig. Am Freitagabend war ich da, obwohl ich frei gehabt hätte. Am Samstag fuhr ich von der Arbeit nur noch schnell was essen, düste dann gleich in die Org. Am Sonntag war ich da, obwohl das eigentlich mein freier Tag ist. Alles freiwillig, betont Scientology. Neben den 40 Stunden in der Hamburger Scientology-Organisation arbeitet Biggi noch in der Immobilienfirma ihres Ehemanns Hans-Jürgen und hat eine Stelle bei einem Tierarzt. Aber Tierarzt Dr. Gerber wusste nichts von den wirklichen Problemen seiner Kollegin. Aber sie sah eben schlecht aus. Ne? Sie sah aus, wir haben uns auch in der Praxis mit meinen anderen Kollegen darüber unterhalten, wie das angehen kann, dass ein Mensch so schlecht aussieht. Ne? Mhm. Weil sie war ja eine attraktive Frau, aber sie sah aus mit den Rändern und den Augen, tiefliegende Augen. Ich habe zum Beispiel mal ein Foto mitgebracht, ja. So sah sie aus, bevor sie nach Hamburg gegangen ist. Mit ihrer, also in Augsburg hat sie die Mission aufgezogen. Das ist, die Mission ist sozusagen so eine kleine Variante einer Org, sowas, was sie jetzt hier in Hamburg haben. Mhm. Das gibt es dann in kleinen Form als Mission. Dort war sie die Chefin. Mhm. Ja, da sieht sie ja auch wohlgenährt aus, ne? Mhm. Zum Schluss sah sie aus, als hätte sie nichts zu essen gehabt. Mhm. Immer dünner. Auf einer Scientology-Internetseite steht: Scientology bietet also Lösungen für die Probleme des Lebens. Ein operierender Titan, das perfekte Scientology-Wesen. Warum hat es bei Biggi nicht funktioniert? Ihr Freitod bleibe völlig unverständlich, schreibt die Sekte. Es entsprach in keiner Weise ihrem Naturell und widerspreche allen Überzeugungen, die Scientologen teilen. Von Schulden wisse man nichts. Bei ihren Angaben handelt es sich um reine Spekulation. Wenige Tage vor ihrem Tod kam Biggi aus der Sektenzentrale zurück, wo sie offenbar ihre Probleme lösen wollte. Ist es dort zu den 28 schrecklichen Kopfwunden gekommen? Was ist geschehen? Eine Frage, die auch die Staatsanwaltschaft Hamburg bis heute nicht klären konnte. In einer Akte heißt es, es könnte sich auch um eine Hautkrankheit handeln. Dieses Verfahren wirft eine Vielzahl offener Fragen auf, offene Fragen, die sich auf das Vorfeld der Strafbarkeit beziehen. Die Verstorbene war Scientologin, ihr Mann war Scientologe, ihr Ex-Freund war Scientologe, sie selbst war unmittelbar vor ihrem Tod in Amerika, in Clearwater, bei den Scientologen. Dies sind Dinge, die sich aber im Vorfeld der Strafbarkeit wie auch immer auswirken. Man könnte zum Beispiel die Theorie aufstellen, dass Frau Reichert quasi durch die Scientologen mental in ihren Selbstmord hineingetrieben worden ist.
Man muss aber auch sehen, dass dies Bereiche sind, die für unsere Strafverfolgung primär keine Rolle spielen. Selbstmord scheidet aus, er ist nach deutschem Recht nicht strafbar, Beihilfe und Anstiftung ebenso. Das LKA stellt Strafanzeige wegen Körperverletzung und ermittelt über 2 Jahre lang in dem Fall. Zu Hausdurchsuchungen kommt es nicht, das Verfahren wird eingestellt. Scientology weist Kenntnis von den Kopfwunden von sich. Den Einsatz von Techniken mit Vergabe von Stromstößen bezeichnen sie als Unterstellung. Ich zeige das Gutachten einem erfahrenen Gerichtsmediziner, um zu verstehen, um welche Art Verletzungen es sich handelt. Ich habe mir die Fotos angeschaut und habe auch den Bericht zur feingeweblichen Untersuchung gelesen. Auf den ersten Blick könnte man es für eine krankhafte Veränderung halten, eine Hautkrankheit. Aber wenn man dann den Bericht zur histologischen Untersuchung der Kopfhaut liest, dann werden dort Merkmale von Strommarken beschrieben. Also Hautveränderungen, die durch Einwirkung von Hitze, von elektrischem Strom entstehen. Und für mich wäre das auch eine plausible Erklärung für diese Verletzungen. Biggies letzter Aufenthaltsort. Der Ponyhof ihrer Scientology-Freundin Gloria S. Offenbar war es nach Biggies Tod ihre Aufgabe, alles in Erfahrung zu bringen, was mit Biggies Selbstmord zusammenhing. Für Dr. Gerber in Hamburg bedeutete es offenbar aufdringliche Schnüffeleien. Frau Reichert war noch nicht ganz tot, da waren die Scientologen schon bei mir in der Praxis, nicht? Und fragten immer nach, ob die Polizei auch schon da gewesen wäre. Und ob ich ihnen mitteilen würde, was die Polizei mich fragt. Und da habe ich gesagt, das ist die Sache der Polizei und eine Sache zwischen der Polizei und mir. Das hat andere Leute nicht zu interessieren. Als die Kriminalpolizei denn da war, rief sie noch ein paar Mal an, kam auch vorbei. Und jeden Tag rief die, war die Polizei denn wieder da? Wollte jedes immer wieder wissen, ob die Polizei da ist. Aber jedenfalls habe ich ihr dann irgendwann gesagt, ich hätte die Schnauze voll von ihr. Und ich möchte nicht, dass sie mich nochmal anruft. Ein Interview mit uns sagt Gloria S. ab. Gegenüber der Polizei äußert sie am Telefon lapidar, Biggie sei in den USA in der Mutterkirche gewesen. Danach gehe es einem immer gut. Auf weitere Fragen reagiert sie nur mit Gegenfragen. Hier hat man den Eindruck beim Studium der Akte, dass man versucht, Hintergrundinformationen zu erlangen, Ermittlungswissen abzuschöpfen, aus welchen Gründen auch immer. Dies kann ich nicht beantworten, das wäre rein Spekulation. Die Scientology-Gruppe wird wissen, warum sie hier denkt, ein solches sozusagen Wissensengagement an den Tag legen zu müssen. Wir haben dich lieber tot als unfähig, schreibt Scientology-Gründer L. Ron Hubbard über die Funktionsfähigkeit der Scientology. Eine Antwort, was damals wirklich mit Biggie passiert ist, können nur eine Handvoll Scientologen geben, die bis heute nicht sprechen wollen. Michael kann mir wenigstens erklären, warum Gloria S. Informationen sammelte und der Ehemann verschwunden bleibt. Wenn ein hochrangiger Scientologe Selbstmord begeht, dann wird Scientology alles tun, um das zu vertuschen. Es muss nicht unbedingt ein operierender Tetan sein, der sich umbringt. Aber wenn so etwas passiert, dann muss man alles bei Scientology hinterfragen. Und das wollen sie nicht. Also scheuen sie keine Kosten und setzen alles nur Erdenkliche ein, um einen Selbstmord zu vertuschen. Ich habe die Prioritäten vollkommen falsch gesetzt. Und leider gibt es für mich keinen anderen Ausweg mehr. Das weiß ich jetzt. Sage Ihnen allen, dass ich Sie sehr liebe. Und dass Sie nichts falsch gemacht haben. Mit lieben Grüßen, Biggie.